Hey zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich jetzt heute mal hier an einem ganz anderen Ort. Ich bin gerade im Urlaub hier am Strand und ich habe natürlich ein neues Buch gelesen, und zwar das neueste Jugendbuch von Ursula Poznanski. Von ihr habe ich ja kürzlich schon Erebos 1 und 2 vorgestellt und jetzt habe ich eben das neueste gelesen. Kryptos heißt es, das ist dieses Jahr im August auch erst erschienen, also noch ganz neu. Eigentlich erscheinen von ihr immer im August neue Jugendbücher und die habe ich bis jetzt auch alle gelesen und jetzt eben Kryptos. In Kryptos geht es um eine Zukunftsvision, in der die Welt, ja, das Klimasystem eigentlich nicht mehr halten konnte. Das Klimasystem ist kollabiert und die Erde ist eigentlich nicht mehr bewohnbar. Und deswegen leben die Menschen jetzt in virtuellen Realitäten. Jeder Mensch hat eine eigene Kapsel für sich, wo er drin lebt und dann in verschiedensten Welten seiner Wahl eben leben kann. Und nur eine Stunde am Tag muss er mal rauskommen in die echte Welt, um quasi seinen Körper auf Trab zu halten. Sonst leben die Menschen eigentlich nur noch in diesen virtuellen Realitäten. Und ich fand dieses Buch schon alleine wegen dieser Idee ziemlich lesenswert, weil immer wieder kamen dann so kleine neue Details. Wie lebt es sich jetzt da wirklich? Wie treffen sich Menschen da? Was passiert mit Straftätern? Und generell, wie ist der Kontakt mit Menschen? Das fand ich schon alleine deswegen sehr, sehr spannend. Von der Story in dem Buch ist es dann so, dass halt am Anfang die Protagonistin Jana Pasco, sie ist Weltendesignerin, das heißt, sie programmiert diese virtuellen Realitäten. Sie merkt, dass irgendjemand ihr scheinbar ihre Welten entreißen will oder dass jetzt plötzlich Menschen in ihren Welten sterben, was normalerweise nicht passiert. Normalerweise stirbt man da nicht wirklich. Wenn man stirbt, dann wacht man einfach in seiner Kapsel wieder auf. Und da passiert es jetzt, dass eben Menschen wirklich sterben und dann eben tot in ihren Kapseln plötzlich liegen. Und sie will dann natürlich rausfinden, wer das macht und woran das liegt. Und das ist auch eine sehr spannende Story. Ich finde sie teilweise sehr ausgeschmückt, wo man sich denkt, okay, kann jetzt nicht nochmal was Neues passieren. Eine sehr lange Zeit ist sie halt auf der Suche nach Hinweisen, wo man sich fragt, ja, kann es jetzt mal wieder weitergehen. Aber es war trotzdem eine interessante Story, die man lesen wollte, und gerade am Ende wurde es dann auch sehr spannend. Klar, ich habe das Buch zu Ende gelesen, einfach wegen dieser Idee mit der virtuellen Realität, dass da alle Menschen in virtuellen Realitäten leben. Und allein deswegen lohnt es sich, wegen diesen kleinen Details, weil diese Welt einfach so unglaublich ausgeschmückt ist. Das hat Ursula Poznanski sehr ausführlich beschrieben und das hat mir sehr gut gefallen und allein deswegen kann ich das jedem von euch auf jeden Fall empfehlen. Die Story ist halt so eine Jugendstory. Wenn man ein bisschen älter ist, dann sind manche Dinge vielleicht ein bisschen vorhersehbarer als sonst. Trotzdem kann man es definitiv lesen. Ich mag auch den Schreibstil von Ursula Poznanski sehr gerne. Es ist so, die Menschen kommen immer sympathisch rüber. Man kann sich auf jeden Fall mit den Hauptfiguren ja connecten und weiß, was die machen, warum sie manche Dinge machen und so weiter. Das hat mir auch gut gefallen. Und sonst im Fazit kann ich einfach sagen, sehr interessante These mit diesen virtuellen Realitäten. Sehr cool ausgeschmückt, hat mir sehr gut gefallen. Allein deswegen kann es jeder von euch lesen. Die Story ist auch sehr spannend, teilweise ein bisschen zu ausführlich. Trotzdem kann man das Buch lesen. Es ist jetzt nichts Umwerfendes von der Story her. Umgeworfen hat mich eigentlich nur diese Idee mit den virtuellen Realitäten. Gerade in der heutigen Zeit, wo Klimaschutz immer wichtiger wird, ist das ein aktuelles Thema und deswegen sollte es jeder von euch lesen, meiner Meinung nach. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's von mir. Man sieht sich. Ciao.